Seilquest da machen mussten, wo wir den fangen mussten. Okay, also hier ist schon mal nicht. Wir können 5 Zentimeter weit überlegen. Ja, ist natürlich logisch. Wo ist denn das mit der Störquelle? Hundriger Craze. Das kann theoretisch nur in der Inne sein. Das ist der gefräßige Carlot, aber der Pfeil zeigt weiter. Kann ja dann nur die Inni sein, theoretisch. Na komm. Ach halt, nichts. Ah, das ist wieder der Ausgang, jetzt bin ich zu weit. Wo war denn der Inni-Eingang hier? Hä? Wo war denn der? Hier gab es doch noch so einen Inni-Eingang. Ach, da ist er ja. Genau den meinte ich. Müssen wir mal gucken, ob das da drin ist auch. Weiß ich jetzt gar nicht. Das ist so. 37 Meter. Wenn wir jetzt da hinlatschen. Wäre hinter Carlo theoretisch. Aber hinter ihm gibt's ja nichts. Und Carlo selbst kann das nicht sein, weil der wird für die Quest gar nicht angezeigt. Meter. 4 Meter, 3 Meter, 2 Meter. Ne, muss der Inni drin sein. Weil da hinten ist ja nichts. Dann gehen wir mal kurz reinjumpen und gucken mal. Ich hoffe nur, dass wir einigermaßen überleben da drin. Keine Ahnung mehr, was für Gegner da drin rumrennen. Müssen wir mal gucken. Lassen wir uns mal überraschen. So, Höhle der Prüfungen. So, warte mal, kleine Sekunde. Das schreibe ich mir jetzt gerade mal schnell auf dem anderen Rechner auf. Kleine Sekunde, dauert nicht lang, es geht gleich weiter. So, Höhle der Prüfungen. So, zack. Ist notiert und weiter geht's. So. Siehste ist da. Ne, jetzt sind wir noch weiter weg. Was? Da kommen die ersten Gegner schon. Das werden aber, soweit ich weiß, immer mehr, immer mehr. Müssen wir mal gucken. Was ist das? Werden nämlich immer mehr. Mal schauen, wenn wir es einigermaßen weggebügelt kriegen, ist das natürlich machbar. So. Oh je, das werden immer, immer mehr. Wir haben ja auch noch einen stärkeren Zauber dabei. Vielleicht packen wir es doch alle weg zu ballern. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viele jetzt letztendlich dann insgesamt kommen. Oh je, kein Mana mehr. Siehst du? Müssen wir also ein bisschen aufpassen. Sonst kriegen wir da ganz schnell Probleme hier. So. Ach je, das werden ja immer, immer mehr. Oh je, das reißt gar nicht mehr ab hier. Scheiße. Okay, jetzt haben wir wieder kurz erhöhte Zauberzeit. Brauchen wir jetzt natürlich auch. Ja, verdammt, Level ist zu niedrig. Und unser Mana-Trank hat nur eine halbe Minute Cooldown-Zeit. Und nur. Jetzt mal abwarten, wo die langlaufen. Vielleicht laufen sie auch einfach da weiter und fertig. Ach ne, die warten hier dann. Okay. Ist natürlich schlecht, weil das jetzt immer... Ne, komm, wir gehen mal raus da. Da gucken wir mal, gehen wir mal nach Logar geschwind. Auch wenn wir jetzt wieder ein bisschen latschen müssen, ich weiß. Da gehen wir aber mal nach Logar und wechseln die Klasse. Jetzt gerade für die Höhle der Prüfungen, weil da sind wir mit dem Priester eindeutig zu schwach. So, Ausgang da. Wir können ja jederzeit wieder rein, da wir ja für die Quest nochmal rein müssen. Also ist ja jetzt nichts verloren. Ziel ist nicht zu sehen. Er steht direkt auf dem Schädel hier, das ist doch. Dann können wir uns mit dem Magier ein bisschen aushelfen. Müssen uns da nicht unnötig
rumquälen, unnötig was riskieren. Oh, hallo. So. Nicht genug Mana. Ja, okay, das lässt mir jetzt gefallen. Plus 2 Int. Na, siehst du. So, gehen wir mal aufsatteln. Eine Quest kann man zumindest gleich wieder rausschmeißen. Ne, zwei Quests kann man direkt wieder rausschmeißen. Dann langt sogar vielleicht noch für ein Level Up. Finde ich natürlich sehr gut. So, Kampfbeginn. Jetzt haben wir einen Aggro gezogen. Ah, ne, zwei gleich. Naja, ja, ja, komm hier. Da. So. Bam, bam. Und hepp, weg damit. So. Holzpfeile, Holzpfeile, was sie für einen Schrott hier immer fallen lassen, das ist. So. Erledigt. Nachforschungen in dem Mondklamm. So, Kiste, da hast du dein Spielzeug. Keine Folgequest, okay. Reist weit in den Mondklamm hinein. Okay, da müssen wir einfach nur reinlatschen, die Quest kenne ich. So, jetzt. Hallo, hier. Jetzt haben wir auch zweiten Skill. Jetzt hätten wir vielleicht eher Chancen, aber dafür ist unser Mann halt immer noch zu niedrig. Dafür verlieren wir einfach zu schnell Mana. So. Huch. Eisnebel. Lässt Eisnebel für 4 Sekunden verlangsamt. Kann man mal aufheben. Oh, ein Dot. Sehr schön. Hallo. Vielleicht nur für 4 Level, aber egal. Ist gerade für so Bossgegner oder so ganz interessant. So. Jetzt mal kurz hier sortieren. So, Einhandhammer. Kriegen wir zwar live dazu, bringt mir aber nichts, weil wir auf magischem Schaden ausgelegt sind. Leder können wir natürlich wieder nicht benutzen. So. Einhandhammer. Nee, bringt uns auch nichts. Also für den. Ich rechne jetzt für den Priester, ne? Und für den Magier werden wir ja, glaube ich, kaum was finden. Oh, ein Schild. Das könnten wir allerdings im Priester mal reindrücken. Da hat er Verteidigung drauf. Verlieren wir zwar Verteidigung, haben aber wieder ein Stückchen mehr Life. Und Leben ist nie verkehrt. So. Können wir auch verhökern. Unruhen, Schild. So. Okay. Warte mal, wieder auf unser Equip gehen hier. So. Dann. Gesegnete Aura. Für 5 Sekunden unverwundbar gegen jeglichen Schaden. Ah ja, guck mal. Okay, so. Dann. Gehen wir jetzt mal kurz Klasse wechseln. Da können wir gleich noch eine Quest holen. Es werden immer mehr Quests hier. Terror. Sehr einfallsreich. Können wir jetzt die Dailies. Ja, Tatsache. Jetzt können wir die Dailies machen. Sehr schön. Dann können wir die zumindest mal noch raushämmern, alle. Dann kriegen wir die 10 Dailies hier wenigstens fertig geprügelt heute. Das ist sehr also zumindest in der Aufnahme. Ich werde heute noch sehr wahrscheinlich mehr aufnehmen. Unter anderem auch wegen den Farming-Folgen. Aber dann haben wir die zumindest mal durch. So, was hat er? Milayas Herkunft. Hügelgrab. Ja gut, da kommen wir später auch nochmal hin. Über kurz oder lang. So, 5 Dailies können wir noch abgeben. Verstohlene Werkzeuge. So. Dann hauen wir die mal noch alle raus. Dann haben wir die Dailies hier weg. Für ein Level Up sollte das... Och ja, das reicht dicke für ein Level Up noch. Da kriegen wir noch locker ein halbes Level voll fürs nächste schon. Hat es doch gelohnt, die Werkzeuge vorzufahren. Zumal wir auch jetzt nachher wieder zu den Kobolden kommen. Vielleicht müssen wir bei den Kobolden selbst auch nochmal was machen. Weiß ich jetzt nicht. Mal gucken, vielleicht kriegen wir da nochmal ein paar Dailies zusammen. Wäre ja nicht verkehrt. Zumindest ein, zwei oder so. Dann könnten wir die auch nochmal rausschmeißen. Und die nächsten Dailies dann alle schon in Varanas anfangen zu farmen. So, 18%. 2 Dailies können wir noch abgeben. Ja, könnte knapp für die Hälfte reichen. Also eine Daily haben wir auf jeden Fall noch komplett. Über unsere jetzt schon hinaus. Ja, eine können wir noch abgeben, dann haben wir noch 13 Werkzeuge, also langt es noch für eine Daily, die wir jetzt schon drüber haben und wir können ja auch schon wieder in Varanas weitere Dailies farmen.
So. Okay, zack. Ich nehme die Daily mit den Werkzeugen jetzt direkt wieder an. Na, knappes halbes Level nochmal, siehst du? Ach, können wir ja gar nicht mehr. Logisch, klar. So. Sehr schön, haben wir wieder alle Dailies vollgekriegt. Freut mich. Finde ich sehr gut. So, reicht für einmal, genau. Gibt es 302 Gold, 10 Marken. Gut, okay, dann gehen wir mal geschwind in der Bank abladen. Und dann die Klasse schnell wechseln. Zack, 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 zack. Das sind so 300 Marken, wenn wir will. Wenn ich überlege, wir brauchen das Zehnfache, damit wir die... sag es mir. Ja, genau, damit wir uns hier... damit wir uns eine Aufbewahrungskiste über die Marken holen können. Mit 15 Plätzen sind das, glaube ich, gell? Ich muss gerade mal gucken. Wo waren das hier? Firios Markenshop. Möbel, Aufbewahrung. Ja, 15 Plätze und wir kriegen TP-Bonus. Das heißt, wenn wir uns im Haus ausloggen, die ganze Zeit, wo wir im Haus dann offline sind, kriegen wir extra Talentpunkte, die wir dann beim Kämpfen prozentual mit dazu verdienen können, zusätzlich. Also geschenkte Punkte im Prinzip. Was nie verkehrt ist. So, komm, Priester hier und hepp. So. Jetzt sind wir wieder auf Mage. Equipieren wir natürlich unseres an. Komm, mal gucken. Ja. Ach nee, wir kämpfen ja mit Talisman, genau. So. Equip nochmal geschwind rausschmeißen. Also hier Crap verkaufen. Ach je, wir sind ja schon über 30.000 Gold, schon knapp 37.000. Sehr schön. So, huch. Als allererstes, ganz wichtig jetzt. Punkte können wir nichts erhöhen im Moment. So. Schnellheilung. Ach, dann haben wir da schon drin, okay. Und regenerieren geht wieder über Zeit, genau. 5 Sekunden unverwundbar gegen jeglichen Schaden. Können wir mal dazulegen. Könnte nicht ganz so verkehrt sein. So, dann gehen wir mal in die Mondklamm. Untersuchen wir die mal und die Quelle der Störung beseitigen wir auch mal. Dann schauen wir mal, was noch so alles kommt. So, wie sieht's mit der Liste aus jetzt hier? 12 Ziele, deine Updates. Achso, haben wir so viel Ziele jetzt erreicht bisher, oder was? Na, keine Ahnung, ich kapiere das System nicht wirklich. Muss ich ehrlich zugestehen, ich kapiere es nicht, wie das funktionieren soll. So. Gehen wir erstmal die Mondklamm untersuchen. Ob wir Kardot gekloppt kriegen? Nee, ich glaub's nicht, ey, das ist immerhin ein Bossgegner. Ich glaube nicht, dass wir den gepackt kriegen. Wir machen zwar gut Schaden, aber ist wie gesagt nach wie vor noch Bossgegner. Ich glaube nicht, dass wir den packen. Nee. So, untersucht Mondklamm. Wie weit müssen wir da rein überhaupt? Ach, müssen wir ganz nach hinten durch. Okay. Aber das machen wir mit Schnelldurchgang. Da flitzen wir rein. So. Die können wir alle aggro ziehen, das ist Banane. Wir flitschen ja einmal kurz durch. Und damit hat sich die Sache dann auch. So, siehst du, erledigt. So, jetzt haben wir einen ganzen Schwarm aggro gezogen. Aber auch das macht nichts, wir flitschen direkt wieder in die Inni rein. Und dann hoffe ich, dass wir die auch noch durchgekloppt kriegen. Das wäre dann die zweite Inni, die wir schon komplett solo durchgeprügelt hätten. Es ist nach wie vor eine Inni. Inni, gut, die jetzt nicht hier. Ne, wir hätten immer noch nur eine Inni. Weil das ist nicht die zweite. Und bei der ersten haben wir ja den Boss weggelassen. Also es wäre nach wie vor eine Inni bloß. So. Kleines Stärke-Upgrade hier reinhämmern. Regenerierungszauber kann man mal reinkloppen. So. Da wir jetzt schneller sind wie die Gegner. Können wir jetzt auch mal sehen, wo die alle herkommen hier. So. Ja, da hinten kommt ein ganzer Schwarm angelatscht.